Die Anschläge von Oslo und Utøya haben uns alle zutiefst erschüttert, was auch gerade die deutsche Sozialdemokratie sehr berührt. Ja, das ist unsere Schwesterpartei, die Arbeiterpartei in Norwegen. Und viele hier kennen auch eine ganze Reihe der Menschen, die jetzt sowohl trauern. Einige kennen auch die, die zu Tode gekommen sind. Und deswegen hat es doch hier sehr viele beschäftigt. Wir haben in den letzten Tagen über kaum was anderes geredet. Es findet zurzeit in Jussi Camp statt in Österreich, wo heute auch Sigmar Gabriel und Werner Faymann zu Gast sind. Die Tradition der Zeltlager ist in der sozialdemokratischen Bewegung ganz Europa populär, auf der ganzen Welt populär. Und umso mehr hat uns dieser rechtsextreme Anschlag jetzt berührt und wirft natürlich auch viele Fragen auf, die wir letztendlich nur schwer beantworten können. Kann man sowas verhindern? Ich denke, kann es fast nicht verhindern. Umso wichtiger war es, dass wir jetzt zusammenrücken. Und das fand ich ganz toll in Norwegen, wie die Menschen jetzt da in diesem Land zusammenrücken, wie sie entschlossen sind, ihre Demokratie auch zu verteidigen. In Deutschland kamen gerade aus CSU-Reihen gleich Forderungen nach Reaktionen, zum Beispiel der Vorratsdatenspeicherung. Was sagt die SPD dazu? Ja, ich finde das nicht in Ordnung. Die Vorratsdatenspeicherung hat mit dem Vorfall, wie er in Norwegen passiert ist, überhaupt nichts zu tun. Und es wird jetzt praktisch benutzt von einigen, die das immer schon durchsetzen wollen, eine Verschärfung dort. Und das halte ich für ziemlich mies. Und deswegen kann ich nur vor Hektik warnen. Es geht jetzt nicht um Gesetzesänderungen. Wir müssen natürlich auch wachsam sein. Wir müssen auch gucken, gibt es bei uns Lücken, die wir schließen können. Aber erstmal prüfen und erstmal gucken und nicht jetzt schon sofort wieder mit Gesetzesverschärfung reagieren. Der Attentäter ist im rechtsextremen Umfeld sehr aktiv und auch vernetzt. Müssen wir in Deutschland vielleicht auch diese Szene jetzt stärker ins Visier nehmen? Ich fände es gut, wenn mehr Polizeibeamte eine rechtsextreme Szene in Deutschland beobachten, auch im Internet. Das ist ja doch im Wesentlichen eine Personalfrage. Also, dass es genügend Leute gibt, die dafür freigestellt werden, das glaube ich nicht. Deswegen fordere ich, dass wir mehr Polizistinnen und Polizisten schulen, ausbilden und dann auch diese Beobachtung machen lassen und dass da die Mittel auch in die Bekämpfung des Rechtsradikalismus fließen und nicht, wie das derzeit von Frau Schröder vorgeschlagen wurde, dass ein großer Teil deutscher Mittel auch in die Bekämpfung des Linksradikalismus gehen. Das ist sicherlich auch sinnvoll, Linksradikalismus zu beobachten. Aber wenn man die Dimensionen sieht und die Häufigkeit der Fälle, ist klar, dass wir mehr als bisher tun müssen, um Rechtsradikalismus zu bekämpfen. Das letzte Verbotsverfahren gegen die NPD ist gescheitert. Wäre jetzt der Zeitpunkt, um da einen neuen Anlauf zu starten? Ich fände das eine gute Schlussfolgerung. Natürlich verhindert ein NPD-Verbot nicht solche Anschläge von Einzeltätern. Aber die würden dann finanziell unter Druck geraten. Man würde ihnen wichtige Mittel entziehen. Es wäre vor allem eine Brandmarkung, dass man eben sagt, es ist nicht mehr auf dem Boden der demokratischen Kultur, die wir hier verteidigen wollen. NPD steht außerhalb unseres Grundgesetzes und das muss auch für alle klar sein, die wählen. Und deswegen bin ich für ein NPD-Verbot, nur müssen wir das auch gewinnen. Das heißt, wir haben ja schon mal einen Anlauf gemacht und da gab es dann die Erkenntnis, wir haben sehr viele V-Leute in der Szene, weswegen dann das Bundesverfassungsgericht diese Klage abgelehnt hat. Und vor dem Hintergrund müssten jetzt die Voraussetzungen in den Ländern geschaffen werden, damit wir einen Neuanlauf für ein NPD-Verbot auch erfolgreich zu Ende bringen können. Meine Forderung ist daher an die Länderminister, die Innenminister, dafür zu sorgen, dass wir einen Versuch machen können, der auch erfolgreich ist. Vielen Dank.